Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Hearthstone. Kommt, setzt euch ans Feuer. Ja, das machen wir gerne. Dafür bin ich hier, dafür sind meine Zuschauer hier. Die heutigen Quests, ja, das sind immer noch die Quests wie beim letzten Mal. Ich habe ja auch nicht lange Pause gemacht, außer 2 Minuten zwischen der letzten Aufnahme. Heute habe ich angekündigt, spielen wir mal gegen echte Menschen und mal sehen, wie das so läuft. Heutige Quest, vernichtet sie alle, gefällt euch das? Das sind immer noch die Quests, die ich euch auch beim letzten Mal präsentiert habe. Ich würde sagen, ohne lange Umschweife gehen wir jetzt ins Spiel rein und sehen mal, wen wir zugeteilt bekommen. Erst einmal wählen wir natürlich unser Deck aus. Was das hier bedeutet, gewertete Spiele, messt euch mit anderen Spielern. Was dieser 25er Hahn bedeutet, weiß ich nicht. Das könnt ihr mir vielleicht mal erklären. Ansonsten spielen wir mal ein ungewertetes Spiel. Mit unserem Deck, was wir letztes Mal ein bisschen modifiziert haben. Es wird ein Gegner gesucht. Na dann. Bin nervös, nervös, nervös. Online gegen einen echten Menschen. Vielleicht spiele ich ja sogar gegen einen von euch. Wer weiß das schon? Ihr könnt mich übrigens mal in eurer Freundesliste dazu packen. Gegen einen würdigen Gegner spielen wir. Sehr schön. Vielleicht können wir dann mal eine Runde gegeneinander spielen. Gegen Uta. Oh, gegen einen Paladin spielen wir. Ehrenhaft kämpfen. Ihr habt es so gewollt. Wir dürfen anfangen. Ich würde sagen, Hand können wir auch behalten. Arkane Geschosse, Monster, Ritter vom Sturmwind. Kein Problem. Behalten wir die Hand. Gegner wählt noch aus. Gut. Gegen den Aventor spielen wir. MS Standard gegen Aventor. So, den begrüßen wir erstmal. Hallo. Mal sehen, ob er antwortet. Nee, warum auch? Gut. Wir können die arkanen Geschosse spielen, dann machen wir das gleich mal. Wenn er nicht Hallo sagt. Was hat er denn für eine Sonderfähigkeit hier? Die kenne ich gar nicht. Ruft einen Rekruten der silbernen Hand herbei. Okay. Gerechtigkeit des Lichts. Aha. Was zum Geier ist das? Keine Ahnung, was das ist. Nachtklinge. Na gut. Aber ich spiele erstmal den Frostwolf-Grunzer. Was ihr wolle. Das war's. Schon mal eine schöne Spottkarte vor uns liegen. Paladin, das ist auch noch so ein Deck. Das interessiert mich. Paladine sind ja immer dafür da. Die können kämpfen, die können zaubern. Und ich glaube, das wäre so mein Deck, was mich interessieren könnte. Womit ich glücklich werden könnte. Aber dafür muss ich den erstmal besiegen, den Computergegner. Als Paladin. Hm. Ja, Junge. Hm, kannst du sagen. Aber hallo kannst du nicht sagen. Naja, irgendwann werde ich den Paladin auch freigespielt haben und dann mal gucken, ob ich damit zurechtkomme. Jetzt legt er natürlich einen Spotter hin. Eine Spottkarte. Würde ich sagen, ziehen wir nochmal die arkane Intelligenz. Okay. Ich könnte jetzt natürlich seine Spottkarte angreifen. Mache ich das doch auch. Verliere ich ja meine Karte nicht. Zumindest erstmal nicht. Gut, das war's. Was hat der denn hier für eine Sonderfähigkeit? Gerechtigkeit des Lichts? Durchblicke ich leider nicht. Weiß ich nicht, was das ist. Auch da könnt ihr mich gerne in den Kommentaren aufklären, was genau das ist. Ja. Hilft mich. Ruft einen Rekruten der silbernen Hand herbei. Okay. Okay. Naja, gut, ist nicht die schlechteste Fähigkeit. Zerstört er, glaube ich, erstmal meine Spottkarte. Naja. Immerhin haben wir den Schaden zugefügt. Arkane Explosion, damit könnte ich seinen Diener beseitigen. So, hier eine Ansturmkarte kann ich spielen. Den Eisenfels Grizzly. Ich glaube, dann spiele ich den mal. Haben wir wieder schöne Spottkarte da liegen. Und spielen den Fußsoldaten hinterher. 2 Spottkarten von uns. Natürlich schon früh, dass wir mit Spottkarten so schnell dran gehen, aber naja gut. Mal sehen, ob es sich am Ende auszahlt. Werden wir dann sehen. Na, was macht der? Schon spannend und schon was anderes, als wenn man gegen den Computer spielt, ganz klar. Hm.
für den König. Okay. Na gut. Eine Spottkarte beseitigt. Und das war's, oder kommt da noch was von dir? Hallo. Ah ja, überleg noch. Nachdenken. Ja, mach das. Nimm dir Zeit. Verleiht einem Diener plus 3 Angriff. Okay, das war gut gespielt. Gut gespielt. Kann man ihm dann ja auch mal sagen. So, Ansturm. Sollen wir mal wieder ein bisschen Schaden zufügen? Können wir eigentlich mal machen, ne? Ach so, fehlt uns ein Mana, verdammt. Dann machen wir das mit der Karte. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ist ja auch ein bisschen was Offensives auf unser Board liegen haben. Ja, Warcraft könnte ich übrigens auch mal ein Video zu machen. Habe ich damals auch gerne gespielt. Ich meine jetzt nicht World of Warcraft, sondern das richtige Warcraft damals. Das waren schon coole Strategiespiele. Haben Böcke gemacht. Ehrlich, überlegt ganz schön lange. Aber soll er sich die Zeit nehmen, der gute Aventor? Gar kein Problem. Wir haben ja die Zeit. Meine Festplatte hat noch ein bisschen Kapazitäten. Von daher gar kein Problem. Ansonsten können wir natürlich auch ein bisschen der Musik lauschen. Nehmt das! Was macht er jetzt? Stellt 6 Leben wieder, ja, ja, toll. Schön, wenn man solche Heilkarten hat. Naja. So, jetzt könnten wir mal wieder eine Spottkarte spielen, oder? Ich spiele erstmal die Raketenschützen. Greife ihn damit an. Mit der anderen Karte greife ich ihn auch an. Haben wir noch wieder ein bisschen Schaden zugefügt. Jetzt kann er sich entscheiden, ob er oder welche Karte er zuerst von mir ausschaltet. Ich würde hier auf die Raketenschützen gehen, weil die mehr Attacke hat. Die richtet 5 Schaden an. Die Nachtklinge nur 4 Schaden. Mal sehen, was er macht. Die Tore sind geöffnet. Eine starke Spottkarte mit 7 Angriff. Mal zusehen, was wir denn irgendwie wegkriegen. Da haben wir unsere neue Karte, die Sonnenläuferin. Spott und Gottesschild. Die setze ich direkt mal ein. Und opfere unsere Nachtklinge, damit die seiner Spottkarte Schaden zufügt. Wie gesagt, wenn sie jetzt das erste Mal angegriffen wird, wird sie keinen Schaden nehmen. Gute Karte. War ihre 6 Mana durchaus wert. Hoffe ich. Werden wir am Ende des Spiels sehen. Wie gesagt, wenn ihr mir Tipps schreiben wollt zu dem Spiel, was macht er denn jetzt? Dann schreibt mir das in die Kommentare. Bin mal gespannt darauf, was ihr so von dem Spiel denkt. Jetzt hat seine Spottkarte auch ein Gottesschild. Ja, ja. Und haha, damit hat er jetzt sein Gottesschild ausgeschaltet und mein Gottesschild. Nicht schlecht. Guter Zug, guter Zug. So, jetzt spiele ich die Karte Arkane Explosion und beseitige damit seine Spottkarte und hier den Rekrut der Silbernen Hand. Und greife dann mit dem Rest, den ich übrig habe, die Gerechtigkeit wird siegen, seinen Held an. Ich habe ja noch einiges hier jetzt liegen. Ich spiele noch eine Spottkarte. Das Licht beschützt mich. Die Ergänzung Knappin auch. Gutes defensives Bollwerk haben wir da jetzt liegen, aber das kann schnell gehen. Das ist immer zack, zack. Können wir erledigt sein. Mal sehen. Schon spannend, oder?
ein bisschen was. Doch, doch, ist nicht schlecht. Und die richtigen Profis. Oh, so, 3 Schaden ziehen an Karte. Ja, 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 war klar, dass er auf den geht. Die richtigen Profis, die werden sicherlich auch stundenlang damit Zeit verbringen können, sich die perfekten Decks zusammenzustellen. Nur ja. Mal sehen, was er macht. Also in der nächsten Runde hätten wir 10 Attacke. Eine Spottkarte scheint er nicht zu haben, sonst hätte er die jetzt schon gespielt. Lasst mich nachdenken. Für den König! Ansturmkarte, ja, mal sehen, was er macht. Kann ja nur auf den Spott gehen. Auf ihn hier. Ja, der prallt ab, der Angriff. Aber mach ruhig, mach ruhig. Ja, hast es doch gemerkt. Ah, jetzt wissen wir auch mal, was passiert. Genau. Und wenn die Zündschnur abgelaufen ist, dann ist wahrscheinlich sein Zug zu Ende. Verwandelt einen Diener in ein Schaf. Gut, die Karte können wir sicherlich noch gebrauchen. Spiele ich erstmal die Karte. Jetzt greife ich ihn hiermit an. Die Gerechtigkeit wird siegen. Beseitige jetzt seinen letzten Diener, der auf dem Board liegt. Jetzt hat er nur noch 10 Energie. Theoretisch könnten wir ihn erledigen in der nächsten Runde. Da wir insgesamt 11 Attacke haben. 6 plus 1 plus 4 macht 11 Attacke. Mal sehen, was er sich jetzt einfallen lässt. Er muss sich irgendwas einfallen lassen, sonst hat er verloren. Spannung, Spannung. Lasst mich nachdenken. Abentor, lasst dir Zeit. Gar kein Problem. Wir sind ja hier beim Spielen und nicht auf der Arbeit oder auf der Flucht. Na, was macht er jetzt? Ich habe ein riesiges Gewehr. Verursacht 2 Schaden, okay. Ah, darf doch nicht wahr sein. Jetzt hat er wieder 6 Lebensenergie dazu bekommen. Naja. Melde mich zum Dienst. So, den Schlachtzugsleiter. Damit bekommen wir alle plus 1 Angriff. Haben wir jetzt 7, 9, 14 Angriff. Plus 2 Angriff. Plus 3 Angriff sogar. Damit haben wir gewonnen. Der Sieg gehört euch. Gut gespielt. Oh, er hat aufgegeben. Das geht auch. Das wusste ich gar nicht, dass man aufgeben kann. Naja. Paladin freigeschaltet. Na wunderbar. Dann kann ich mich als nächstes an ein Paladin-Deck ranwagen. Wunderbar. Wird durch einen Sieg über eine folgende Klasse freigeschaltet. Paladin. Also, ich habe gedacht, man muss erst gegen den Computer gewinnen als Paladin, aber es reicht auch, wenn man gegen einen menschlichen Gegner gewinnt, der als Paladin spielt. Gut, er hat jetzt aufgegeben. Fand ich jetzt nicht so schön. Aber naja, gut, das ist natürlich seine Sache. Ist die Entscheidung des Gegenübers. Na, dann habt ihr das jetzt auch mal gesehen, eine Online-Partie. Und ich werde sicherlich die ein oder andere Online-Partie noch spielen und auch gleichzeitig aufnehmen. Warum auch nicht? Denn mir macht das Spiel einfach Fun. Wir können ja mal ganz kurz in das Paladin-Deck reingucken, was es da für Karten gibt. Wenn ich es denn finde. Priester, Schamane, Krieger. Wo sind denn Paladin? Hallo? Hallo, Herr Paladin. Da ist er, Paladin. Aber das ist doch nicht das Paladin-Deck, oder? Wie komme ich denn an das Paladin-Deck? Das sind doch nicht alle Karten. Mal ganz kurz gucken. Übersehe ich jetzt wieder irgendetwas vollkommen Offensichtliches? Wenn ich auf neues Deck gehe, kann ich hier das Paladin-Deck auswählen. Das sind da schon mal 10 Karten, oder? 10 von 20 Basiskarten freigespielt. Ach so, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind 5 Karten. 1, 2, 3, 4, 5 mal 2 sind 10 Karten. Ach so, versteht er das. Danach geht's dann in die neutralen Karten. Gut, gut, gut. Ich verstehe, ich verstehe. Ihr müsst ja im Deck noch weitere 30 Karten. Wollt ihr das Auto verändern? Nein, will ich nicht.
Ich will einfach raus hier, ja? Dankeschön. Gut, liebe Zuschauer, ich werde mich dann mal in Ruhe dran machen, ein Paladin-Deck zusammenzustellen und bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart und dass ihr diesen grandiosen Sieg von mir gesehen habt. Wie auch immer. Tipps, Kritik, Hinweise und so weiter in die Kommentare. Freue ich mich drauf und ja, ich sag dann bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Hearthstone. Tschüss, ciao und bye bye.